Nein, sterben nicht, zum Glück. Geronimo! Okay. Hab ich dafür extra jetzt ernsthaft 3 HP abgezogen bekommen? So, da geht's schon mal nicht lang. Hier geht's. Ach, da. Das hatte ich nicht gesehen. Hey, hier liegt ein Schraubenzieher. Kann ich den nicht nehmen? Schade, ich hätte gerne den Schraubenzieher genommen. So, machen wir mal den Schalldämpfer drauf. Dann machen wir mit unserer wenigen Ammunition ein bisschen sneaky. Weil wir jetzt hier in der offenen Fight gehen mit 20 verschiedenen Gegnern. So wie zum Thema Sneaky Peek. Die wissen ja schon, dass ich hier bin. Also von daher. Boah! Ich kriege einen Herzinfarkt. Sorry. Sind verrückt. Oh Gott, es ist zu spät abends, ey. Warum nehme ich eigentlich immer abends Angst? Auf? Hast du schon Angst von dem Spiel? Oh nee, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, da kommt ein scheiß Soldat. Panzersoldat. Wow. Okay, der killt gerade seine ganzen Kollegen, der nette Soldat. Ah, ich muss ja zugeben, hier die Stelle, die kommt mir bekannt vor, da ich schon mal diese Stelle gesehen habe. Bei einem Let's Player? Ja. Ich habe mich gespoilert, um zu wissen, wie weit ich bin. Den muss ich offen zugeben. Deswegen weiß ich auch, wie der Gang hier aussieht, aber mehr weiß ich auch nicht. Das war mir dann zu blöd. Irgendwas konnte ich doch hier gerade eh drücken. Ah, kann ich angucken. Verweigert. Nee, ich kann. Nee, ich konnte das Ding aktivieren. Ist hier noch ein Gegner? Vorerst nicht. Splitterpatronen. Auch ganz nice. So Leute, jeder, der noch eingeschaltet hat, boah, schickes Bild, sehr schön, nicer Typ. Jeder, der noch eingeschaltet hat, der nach der meiner ersten Aufnahme noch nicht abgebrochen hat. Hallo und herzlich willkommen bei dem Corny. Bei Corny GmbH. wir bringen alles an den Mann. So. Hey, das ist gut. Das ist so wie vorhin mit der Schwer. Das ist wie mit der Schwerkraft. Die sind wieder so flach. Und ich habe echt 1:1 gegen jemanden gespielt, der echt 10-mal besser war als ich. Schmieke? Ja, man kann es auch einfach sagen, dass du 10-mal schlechter warst. Ja. Was ist? Wie schlechter war als er, hä? Ja, wenn er doch besser war wie du. Ja. Sag mal, ich muss jetzt mal runterfinden. Was muss ich denn hier machen? Achso, da ist noch ein Ort. Alter, ich sterbe hier gleich nur vom Aufzug hin und her springen, ey. Ja, ich spiel jetzt nicht nochmal mit Milan, ey. Das war mir persönlich zu knapp. Wo muss ich denn überhaupt hin? Was muss ich denn machen? Also, fragen darf. Sag mal, ein Fußballverein. J, nee, nicht J. L. Oder? Doch, ja. Keine Ahnung. VfB Stuttgart. VfB Stuttgart. Nee. Jetzt war voll auf die Fresse mit dem bekommen, aber egal. Wie komme ich denn da rein? Brauchen wir denn VfB Stuttgart? Ja, mal VfB Stuttgart. Was haben die überhaupt für gute Spieler? Eigentlich gar keine. TT! Das ist doch jetzt ernsthaft ein Scherz, oder? Ich. Spring da runter. Hagui! Was ist denn das? Und da wartet schon so ein Homo. Arm Hagui! Okay. What the fuck? Die haben noch das Kakao. Was geht mit dem falsch? Oh nein. Die haben da draußen ist ein Heli. Kampfheli. Hat nur 6 HP. Wiggle, wiggle, wiggle. Nein, bitte. Oh, verdammt. Ich bin gestorben. Doch, wiggle. Scheiß Heli, ey. Nee, das war ein Problem. Ich hätte nicht gedacht, dass da direkt einer ist.
Das war fair von mir. Beziehungsweise ich habe auf die. Warum war ich auf dem Messer eigentlich? Das ist Schwachsinn. Da ich nur mal die Waffen. Wiggle, wiggle, wiggle. Oh, du bist auch Riggle-Wiggle. Nee, Gobbel, Gobbel, Wiggle, Gobbel. Wiggle, Wiggle. Ja, Gobbel, Gobbel, Gobbel. Gobbel, Gobbel, Gobbel oder Wiggle, Wiggle, Wiggle. Also ich bin für Wiggle, Wiggle, Wiggle. Bei Gobbel, Gobbel, Gobbel auch gut kommt. Na, na, falsch, das da. Wir wollen Q drücken. Oh, ich habe einen Gegner gefunden. Mal schauen, gegen was ich spiele darf. Ich weiß ja nicht, Ibisevic als endlicher Stürmer. Kann er nur in die Hose gehen. Ich gehe da nicht raus, Leute. Weil da draußen wartet ein Kampfheli auf mich. What the fuck? Das Spiel wurde abgebrochen, weil sein Kader nicht mit meinem Kader überstummt hat. Ah ja, sollen sie mal ihr scheiß Kader nicht verändern, dann ist alles okay. Was im Moment ganz gut ist, die gegnerischen Soldaten, die sind zwar gute Schützen, aber die haben keine Panzerung, das heißt, die halten wenig aus. Aha. Hier irgendwo lag eine Panzerung. Genau. Dann machen wir unsere Waffe auf, unseren Gun, Strom. Ich will jetzt schon wieder gegen die gleiche. Ah ja, soll er mal sein scheiß veränderter Kader rauswerfen? Irgendwas konnte ich hier nehmen gerade. Keine Ahnung was. Ein Messer, Akimbo. Oh, dicker Schild. So, wir nehmen dann mal wieder unser Sturmgewehr. Ist der hässliche Heli eigentlich noch da? Wenn der hässliche Heli noch da ist, kannst du dich bitte melden. Ja, er ist noch da. Er hat's überlebt. Ernsthaft. Er hat ernsthaft eine dicke Lasergun überlebt. Oh Mann. Wenn jetzt wieder der gleiche ist, dann kriegt er Aggression. Leute, ich hoffe, dass es der gleiche ist, sonst gibt der Käse Aggression. Nee, weil ich habe jetzt zweimal hintereinander gegen die gleiche Person gestanden, die der in selbstgemachten Kader benutzt. Und das darfst du ja nicht machen. Weil der Typ halt dämlich ist. Dafür habe ich jetzt aber einen Dämlack, der nicht A drücken kann. Ah. 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 Nee, der guckt sich die fucking Cutscenes an. Wer FIFA öfter spielt, der guckt sich fucking Cutscenes an. Die kennt man nach dem ersten Mal. Ich würde sagen. Alter, was liegt so, denn hier an Panzerung? Spielerbegrüßung und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich, hier liegt zu viel Munition und Rüstung. Ich erwarte Schlimmes. Das ist doch hundertprozentig so ein elfjähriges Kleinkind, das meint, es wäre Let's Player. Echt? Zum Glück bin ich nicht mehr elf. Oh, noch eine Tesla-Granate. Ey, wer guckt sich sonst die Cutscenes in FIFA an? Patrick? Leute, ja? Guckst du dir die Cutscenes an? Nein, weil ich gar kein FIFA spiele. Echt? Ich auch nicht. Ich verpasse was. Viele Aggressionen. Ich denke mal, wir müssen da runter und das sieht sehr... Nee, er ist AFK. Das macht's natürlich auch aus. Soll ich das ausnutzen und ein Tor schießen oder... Nutze es aus. Nutze es aus, ganz ehrlich. Wer AFK geht, der muss dafür bestraft werden. Okay. Meine Person. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, hier bin ich falsch, jetzt bin ich in den Tod gespielt. Aber echt mal, wer startet denn ein Matchmaker und geht dann AFK? Also, blöder geht's ja nicht mehr. Alter, kannst du dich noch auf die erste Online erinnern? Kani geht zum Spot und geht dann erstmal AFK kacken. Ja, aber du kannst ja... Alter, du musst ja noch klicken. Wollen sie wirklich suchen? Ja! Achso, ne, ah, er ist da. Aber da muss ich lang. Oder? Oh, ich glaube, er ist angepisst. Er ist wieder da und liegt schon 1-0 hinten. Ah, schöner Start in das Spiel. Erstmal 1-0 hinten liegen. Leute, wir müssen mal wieder einen Weg finden. Warum müssen wir hier eigentlich permanent einen Weg finden? Warum wird er mir nicht vorgegeben? Ist das ein Weg? Guck mal da drüben. Sieht leicht verdächtig aus, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube nicht. Ich sag mal.
Also heute Abend schau. Also heute Abend haben wir echt Wegfindungsstörung. Hast du die oder haben die die? Ich glaube, ja, hast du die. Ich hab die, ja. Ah, hier geht's vielleicht lang. Vielleicht. Noch nicht, keine Ahnung. Jetzt mal ganz ehrlich, bin ich so blöd? Ich weiß echt nicht, wo es lang. Ah, da. Haha! Ist ein Gegner, ich bin richtig. Oder ist ein gepanzerter Gegner? Also Soldaten normal. Oh, ein gepanzerter Soldat gibt es natürlich auch. Aber war ja vorherzusehen, für was gibt es denn hier sonst so viel Munition und so viel Panzerung? Mit Sicherheit nicht für die dämlichen Pimmelsoldaten. Sozusagen, ja. Da war doch ein Foul! Denk dran, wenn du dich jetzt angemeldet hast, dann darfst du mir so verbal austicken. Ah, ich bin. Du musst rauspiepen. Piep! Genau, musst du rauspiepen. So piep! Piep! Ich hab einfach keinen Bock mehr, das ist alles so piep! Ich mach piep und ich kann piep, piep! Wenn mir so, wenn man so in der echt sagen wird, wie ich denn das rausschneiden? Ja, genau. Wenn zum Beispiel Hitbox zu dir käme, jung! Sowas macht das Game. Da musst du sagen, sowas macht das Game erst aus. Ja, würde gerade sagen. Würde ich zu denen sagen, ey, die gucken mich doch dafür, dass ich da die ganze Zeit BIEP mache. BIEP. Wird sich ja scheiß anhören, wenn mein Let's Play nur BIEP wäre. Ich war gerade am überlegen, ob ich nochmal zurücklaufe und mir Strom auflade. Oder wäre ich viel zu faul, dann müsste ich mich da hochklettern. Warum musst du Strom aufladen? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Erklär mir das mal. Für jemand, der jetzt neu einsteigt in den Part und er kennt sich mit Wolfenstein nicht aus, so wie ich. Warum musst du Strom aufladen? Es geht darum, Strom aufladen. Es gibt eine Waffe, eine Laserwaffe. Das mal auch. Wie war das mit Weltraum-Nazis und so? Wir haben zwei Wege, einmal dort und einmal oben. Wir gehen aber die Rutsche ist cooler. Und du musst dann Strom aufladen für die, Für die Laserwaffe. Also einfach Batterie als, holen. Jein. Die kann man als Bolzenschneider benutzen und als richtige Waffe. So Leute, ich weiß, was jetzt hier kommt. Ich habe mich nämlich auch spoilern lassen. Ja Leute, also das ist ein Blind Let's Play. Ich weiß aber jetzt genau, was die nächsten 20 Szenen lang kommt. Ich hoffe, das stört euch nicht. Weil Leute, das da oben, das große, ganz große Viech, was mir ganz viel Angst macht, das nennt sich das Auge von London. Das guckt mich, glaube ich, an. Oh Gott, ich hab Angst. Kann ich mich irgendwo verstecken? Gibt's hier Schutz oder sowas? What the fuck? Ah. Ja, hier gibt's Schutz. Hallo. Stellen Sie Ihre Kriminellen. Okay, Moment. Sag mal, besiege das Auge von London. Okay, riesiger Roboter. Kennt nichts als Totenzerstörung. Du und ich. Wir unterscheiden uns nicht sehr. Was? Du unterscheidest dich nicht vom Roboter? Ja, Leute, ich hab's mitbekommen. Da ist es ziemlich rot, ziemlich braun dort unten. In dem Rohr. Ah, hier ist genug Strom. Nur kein Problem. So, aber wie? Jetzt müssen wir gucken. Das weiß ich nämlich nicht. Das ist alles. Oh. Da war sicher Shit am Werke. Ein Scythe mit einem Vanguard runtergeholt. Zwar muss ich jetzt gucken. Wir spielt NC? Gucken. Wie bitte? Wir spielt NC? Ja. Tronka Shit. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das Auge von London killen können. But not so strong like Evanu. Nein. Oh, oh, was ist jetzt los? Vanu kriegt gerade auch ordentlich einen Arsch, halt. Wie können ja, wir das nicht nur können? Können wir da oben irgendwie hinschießen? Ja, die kotzen mich immer mehr an. Alter, der ein Torhüter. Jetzt kommt wieder. Das macht mir jedes Mal Damage, dieser Mist. Ah, wir sollen mit dem Laser ins Auge schießen. Ah. Besser Batterie holen. Vielleicht, wo es Batterie gibt.